Ein künstlerischer Prozess, der hinter einem liegt, wenn man einen Film fertigstellt, dass der so unglaublich viel damit zu tun hat, dass man Entscheidungen trifft. Dass man Entscheidungen für das richtige Bild trifft und für den richtigen Ton und für den, also richtig ist ja auch Quatsch, für die subjektiv adäquate Lösung eines Problems, das immer ein Problem ist, das rhythmisch ist, das inhaltlich ist, das emotional ist. Diese ganzen irren Entscheidungen, die man beim Film trifft, die nachher so flüssig einfach da sind, die aber ein Riesenkampf sind. Bei International kann man sich wirklich vorstellen, wie viele Fassungen wir von diesem Film geschnitten haben, bis wir den irgendwie im Griff hatten, bis man dem folgen konnte, bis der irgendwie den Zug hatte, den wir wollten, aber auch nicht zu hektisch wurde. Und das sind für mich die Sachen, die das große Geheimnis des Filmemachens sind. Und das, was da wegfällt, soll ja in der Regel eigentlich auch wegbleiben, weil es ist sozusagen, dann ist es so, als würde man bei einem Maler immer noch sozusagen die Kleckse vom Boden aufheben oder so und die auch noch in den Rahmen daneben. Das ist eine schlechte Idee, aber...